Ich bin Felix, komme aus Freudenstadt und bin der Kinderreporter und ich interview heute den Europaabgeordneten Andreas Schwab. Hallo. Schön, dass wir uns heute treffen. Was ist deine erste Frage? Also, wie stehen Sie zu den Schülerprotesten zum Thema Fridays for Future gegen den Klimawandel? Denen geht es ja darum, dass sie sagen, es lohnt sich nicht für die Zukunft zu lernen, wenn wir keine Zukunft haben. Und das ist natürlich echt schlimm, wenn die Schüler das glauben. Und dass wir natürlich mit dem Klimawandel ein echtes Problem haben, ist auch unbestreitbar. Warum geschieht nicht genug, vor allem also auch in Europa, gegen den Klimawandel? Also das mit dem Klimawandel ist nicht so ganz einfach. Das können wir natürlich nur schaffen, wenn wir in Europa alle alles dafür tun, dass es gelingt. Aber wenn die anderen Regionen in der Welt da auch mitmachen. Viele bei den jungen Leuten, die bei den Fridays for Future Demonstrationen mitlaufen, sagen halt, das reicht noch nicht. Und es stimmt wahrscheinlich auch, dass man da noch mehr tun muss. Und deswegen müssen wir uns überlegen, was wir noch mehr tun können. Aber das können wir in der Demokratie ja nur schaffen, wenn alle mitmachen. Also was tut das Europäische Parlament jetzt konkret für Kinder und Jugendliche? Jugendliche wollen ja gerne mal ins Ausland gehen zum Studieren. Die wollen gerne reisen. Die wollen mit dem Handy gerne telefonieren. Und bei all den Themen kümmern wir uns darum, dass Europa, dass die grenzüberschreitende Verfügbarkeit all dieser Angebote ohne wesentliche Probleme möglich ist. Warum darf man eigentlich erst mit 18 wählen? Die Wahlentscheidung ist natürlich eine wichtige Entscheidung und deswegen ist die genau so auch dann bewertet worden, dass man das eben wie alle anderen eigenen Lebensentscheidungen dann mit 18 auch mitmachen darf.